Wir freuen uns auf Top-Fußball. Willkommen, liebe Zuschauer, und willkommen auch Hansi Küpper. Grüß an alle. Also von mir aus kann es hier losgehen. Die Fans freuen sich auf das Spiel, auch wenn es letztlich nur ein Test ist. Ich wünsche mir auch im eigenen Interesse, dass die Anhänger nicht enttäuscht werden. Fans sorgen hier ordentlich für Stimmung. Lassen wir uns überraschen, was für eine Partie uns diese beiden Mannschaften heute bieten werden, liebe Zuschauer. Nicht umsonst nennen sie ihn den Flankengott. Zum Mann in die Gasse. Nee, der segelt in die Wolken. Kein schlechtes Solo, aber über den Abschluss wird zu reden sein. Na, von ihm dürfen wir doch wohl mehr erwarten. Da kann er sich lösen. Deutlich mehr Power im Zweikampfverhalten. Zack, zack, klasse gemacht. Was für eine Glanzleistung. Das ist das Eröffnungstor. Den hat er in die rechte Ecke des Tors genagelt. Die Fans, die hier sind, werden ihren Besuch bestimmt nicht bereuen. Den hat er klasse erwischt, da war der Keeper absolut chancenlos. Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Gutes Zweikampfverhalten. Zum Mann in die Gasse. Es gibt kein Durchkommen. Ein Passnachmaß. Souverän geklärt. Wichtiger Ballgewinn. Sie hätten nichts gegen einen erneuten Treffer, also hinein mit dem Ball. Eine vertane Chance. Eigentlich nicht schlecht gemacht, aber letztlich eben verzogen. Ihm klebt das Leder förmlich an den Stiefel. Jetzt ist die Gelegenheit da. Als Stürmer musst du auf den Fehler spekulieren und musst dranbleiben, dann geht da noch mehr. Genau vors Tor. Gut getarnte Rettungsaktion. 5 Minuten sind's noch und es sieht nicht danach aus, als würden wir noch Tore zu sehen bekommen. Da fehlte die Genauigkeit. Den Ball nur nicht vertändeln. Kein Vorbeikommen in dieser Szene. Pause. Die Spieler haben nun 15 Minuten Zeit, gemeinsam mit ihren Trainern die Leistungen aus den ersten 45 Minuten zu analysieren. Wie hast du die erste Hälfte gesehen? Das war eine gute erste Hälfte von ihnen. Sie haben richtig Druck gemacht. Und auch das Ergebnis zeigt ihre Überlegenheit. Nach 15 Minuten Durchatmen sind vorbei. Auch die Fans sind wieder voll dabei.
Keiner der beiden Trainer hat einen Spielerwechsel für nötig befunden. Dribbelt über rechts nach vorn. Der Ausgleich ist drin, wenn der Ball gut kommt. Es gehört schon was dazu, sich diesen Ball zu holen. Und jetzt schießt er. Da fehlt ein ordentlicher Schluck Zielwasser. Ich denke, es war trotzdem die richtige Entscheidung, es direkt zu versuchen. Erstklassig gemacht. Und wieder scheitert ein Schuss am gegnerischen Torhüter. Langsam fragen Sie sich bestimmt, ob an diesem Torwart heute überhaupt noch vorbeizukommen ist. Der war weit vorbei. Der Treffer wäre gut gewesen für die Moral an sich. Das hätte sie endgültig ins Spiel zurückgebracht. Richtig, Wolf. Der Ausgleich hier wäre ungemein wichtig gewesen. Guter Pass. Ein Schuss aus der Distanz. Gutes Zweikampfverhalten. Und jetzt ist er in einer vielversprechenden Position. Schön angenommen. Endlich zieht man einen ab. Am Tor vorbei. Guter Pass, aber letztlich war da mehr drin. Er hat's geahnt. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Sie suchen die Lücke auf der linken Seite. Und er fängt den Pass ab. Er sucht nach einem freien Mitspieler. Er hat den Pass instinktiv. Gute Arbeit der Verteidigung. Gute Möglichkeit zum Flanken. Der Ball kommt vors Tor. Was für ein kraftvoller Abschluss. Er konnte den Ball nicht festhalten. So gibt's Eckball. Können Sie den Ball ins Netz bekommen? Er nimmt ihn direkt. Na komm, mit einer guten Flanke sieht das Ergebnis vielleicht nicht ganz so schlimm aus. Sehr effektive Waffe hier. Das Ende des Spiels. Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich heute ganz offensichtlich ausgezahlt. Das Ergebnis spiegelt die deutliche Dominanz wider. Tja, Hansi, mit diesem Ergebnis hätte wohl keiner gerechnet. Ja, Sie haben klar die Erwartung erfüllt. Es gab keine großen Überraschungen und auch das Ergebnis ist wenig verblüffend. Danke dir, Hansi, dass du mich an diesem Nachmittag begleitet hast. Also, es war herrlich, Wolf. Alles Gute von uns beiden. Servus und bye bye.